Azur Lane. Hallo und willkommen, ich bin Amgadrein. Wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Azur Lane. Deshalb lasst uns sofort mal reinspringen, denn wir werden uns sehr viel heute mit Vorschau beschäftigen. Ja, weil das Event haben wir ja schon abgeschlossen, oder solltet ihr jetzt haben, weil es dauert ja nur noch wenige Tage. Glücklicherweise habe ich am Wochenende ja schon diverse Informationen dazu rausgehauen. Und wisst ihr was, wir verschwenden gar keine Zeit. Wir verschwenden keine Zeit mehr und springen sofort rüber zu Dingen, die bald aufschlagen werden. Und für die Vorschau bin ich mal rübergesprungen in den Discord-Server von Azur Lane, beziehungsweise in die Info-Ecke davon. Und was können wir hier Schönes sehen? Universe in Unison schlägt bald bei uns wieder auf. Und zwar im War Archive. Und zwar am 17.11. Und nahezu alles, was ich hier gleich vorlesen werde, kommt tatsächlich am 17.11. oder beginnt zumindest da. Nur um da direkt mal aus dem Weg zu räumen, weil sonst tue ich es gleich bei jedem einzelnen Punkt separat erwähnen. Wir gucken uns aber gleich noch an, was das genau heißt, weil ich kann mich an dieses Event interessanterweise gar nicht mehr so direkt daran erinnern. Und dann käme eben der Black Friday. Eben beginnt an dem 17., nicht wahr? Und interessanterweise gibt es hier dann etwas Neues. Denn wenn ihr auf die Idee gekommen seid, irgendwelche Skins euch zu organisieren, die übrigens gerade die limitierten Skins vor allem wieder einen Rerun haben, dann gibt es für schon mal jeden Skin, den ihr euch kauft, einen extra Goodie mit dabei. Gut, der erste ist so eine Art, was haben sie hier geschrieben? Damit ich nichts Falsches sage, und zwar ein Fountain of Gems, nehme ich mal an, soll das sein. Okay, also ein Brunnen, um genau zu sein. So ein paar Skillbücher, ne. Paar Wisdom Cubes, ne. Natürlich hier so Katzenboxen, nein, nicht wirklich. Und der ganze Rest, der sechste, da müsst ihr aber 6 Skins gekauft haben, wie es aussieht, wäre natürlich so ein Ring zum Schiffe heiraten. Muss man unbedingt haben, nö, aber es ist schön, wenn man so was einfach mal extra kriegt. Vor allem, wenn wir ein bisschen Glück haben, sind diverse Skins hier on sale. Da müssen wir vielleicht mal ein Auge drauf haben, weil das wäre dann wieder sehr interessant. Dann wird noch ein Event permanent aufschlagen bei uns im Spiel, nämlich Class of 36. Wie heißt es? Group Z. Professor Z23. Mehr oder weniger ist es einfach nur, dass wir für Z23 diesen, in Anführungsstrichen, Lehrer-Skin freischalten. Ja. Mehr oder weniger ist das. Es ist auch noch permanent, wie gesagt, verfügbar. Ich meine, mich zu erinnern, das ist einer dieser kleinen Events, die man in der Nähe der War Archives auch finden entgehen könnte. Gut, gut. Dann ein Rerun von Akashis Fanbook. Hat es was mit Bildermalen zu tun? Ganz gewiss. Und wir können diesen Skin abstauben gehen für, ich glaube sogar umsonst, für Akashi. Yeah. Warum nicht, sage ich mal. Für mich gibt es zwar wieder nur Münzen, weil ich den Skin schon habe, aber trotzdem. Kann man ruhig mitnehmen. Sowieso ist Akashi eins der Schiffe, wo alle sagen, oh, das ist der schlechteste Heiler. Sag ich ein bisschen wie, nicht unbedingt. Man muss halt wissen, wofür sie ist. Ist halt nicht, ohne jetzt lange auszuholen, aber sie halt eben gewissen Festwert alle paar Sekunden, anstatt dass mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten sowas wie, dass die Hauptkanone schießt oder dass irgendwelche Flieger starten, zu verbinden. Dafür ist eben die Heilung halt geringer. Das Gute ist natürlich, wenn jetzt Schiffe nicht besonders viel aushalten, dann ist die Heilung womöglich gar nicht schlecht. Natürlich für Schiffe, die schrecklich viel aushalten, das ist uninteressant, aber für Zerstörer und U-Boote, die generell so an der, naja, Papierversion-Seite von Lebenspunkten am Hantieren sind, also wenig, ist ja eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir eine New Memory für Blücher. Genau. Das Programm, wo wie das heißt. Und zu guter Letzt haben wir nochmal einen Hinweis auf Black Friday, warum auch nicht, hätte ich fast gesagt. Das sind angeblich alles Live-2D-Skins, die wir im Hintergrund hier gerade sehen. Zumindest wird es hier angegeben. Und da gibt es natürlich wieder diese großartigen, nennen sie jetzt gerade großartig, aber ja, diese Lucky Bags, die nicht unbedingt günstig sind, aber dafür gibt es ziemlich viel Zeug für einen guten Preis, muss man sagen. Würde sie das nämlich einzeln kaufen, wäre die auf jeden Fall teurer dabei. Und es gibt in Anführungsstrichen leider einen zufälligen Skin. Natürlich, wenn ihr alle Skins toll findet, dann ist das ein super Deal. Wenn ihr natürlich schon ein paar davon haben solltet, wenn ich mich vertan habe, war es immer so gewesen, dann kriegt ihr so viel, wie der Skin normalerweise wert ist, glaube ich, als Echtgeldwährung ausgezahlt. Aus der Hinsicht kann man nicht wirklich falsch liegen. Zumindest, wenn das so gemacht wird wie letztes Mal. Sagen wir mal gerade so. Aber das fand ich dann schon nicht verkehrt. Wie gesagt, wenn ihr die Optiken eh toll findet, meine Gott, da könnt ihr fast nichts mit falsch machen. Ist es günstig? Wie gesagt, rein rechnerisch im Vergleich, ja. Allerdings, wenn ihr sagt jetzt, na, muss nicht sein, dann kein Problem. Ich hoffe, dass da generell ein paar Skins on sale sind, weil dann würde ich mich vielleicht dazu verführen lassen, nochmal wieder hinzuzuschlagen. Okay, das Universe in Unison musste ich mir natürlich unbedingt noch ansehen, was er damit genau auf sich hat. Und das wäre es auch tatsächlich. Und ich dachte erst so, kriegen wir hier nur eine Bühne hingeknallt? Nein.
Neben so ein paar sehr spezifischen Items, die wir abstauben gehen können, kommen vor allem die ganzen Mühschiffe wieder zurück ins Spiel. Von Schiffen, die wir tatsächlich schon im Spiel durchaus in anderer Version schon haben, aber das sind quasi wirklich Schiffe mit einem komplett anderem Skillset. Ja, die kann man nicht unbedingt direkt vergleichen mit denen, die wir haben. Also jetzt, ne, wie sie zum Beispiel Taiho zum Beispiel, ist nicht das gleiche wie Taiho, wie wir sie schon im Spiel haben. Deswegen, das ist dann nochmal, yes, für die Möglichkeit, für Liebhaber von manchen dieser Schiffe haben sie zweimal theoretisch in der Flotte zu haben, vor allem in der gleichen. Obwohl, wie gesagt, die Skills halt anders sind. Gehe ich jetzt auf die ganzen Skills ein? No. Das tun wir uns dann, wenn ich generell auf das Update, das kommen wird, eingehen werde. Aber, mein Gott, ich habe es in der Vergangenheit ja auch schon mal getan, so ist es ja nicht. Aber eins kann man dazu nur sagen, jetzt sind verdammt viele Schiffe am Ende des Tages. Das Einzige, was ich mir jetzt fragen werde, ist natürlich, wie kommen wir an die ein oder anderen Schiffen hier überhaupt danach dran? Weil hier sehen wir ja überall, oh ja, der muss da Punkte sammeln und Zeug für tun. Aber im War Archive sieht die Sache in der Regel ja ein bisschen anders aus. Das Gute ist, wenn das Event erstmal da ist, dann wird natürlich hier im War Archive wahrscheinlich auch gewisse Hinweise zu existieren. Aber momentan gibt es die, so viel ich weiß, noch nicht. Wie dem aber gerade sei, mal gucken, welche Schiffe fahren müssen und welche anderen wie sie sonst überall abstauben gehen könnte. Die meisten von denen werden wahrscheinlich gebaut werden können. Aber trotzdem, das ist schon mal cool, dass das Event wiederkommt. Daumen hoch, sage ich noch. Seht ihr mal, und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Sage ich nur eins, nämlich wie immer, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's für Mega 3 und so viel zum Thema erstmal, was bald kommen wird. Und wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin persönlich sehr gespannt, wie es dann aussieht mit den Skins, was wir kriegen, beziehungsweise welche Skins genau im Rerun sind. Es könnte auch sein, dass fast alle Limitierten vielleicht wiederkommen. Und da gab es ein paar, wo ich schon drüber nachgedacht hätte. Mal gucken, ob die dann wieder dabei sind und... Ja, weil bei ein paar Skins habe ich im Nachhinein immer gedacht, Mensch, hättest du doch besser mal zugeschlagen. Und Mensch, wenn die wieder dabei sind und ich jetzt immer noch die gleiche Meinung wie damals habe, dann werden sie geschickterweise gerade mal mitgenommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da ein paar Sales noch am Hantieren sind, weil das Gute ist ja in dem Spiel, ist ja nahezu nichts zwingend nötig zu kaufen. Und wenn man es genau nimmt, macht hier die Firma wirklich nur Geld eigentlich mit den Skins. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Open Dinger on Sale sind, aber es wäre schön, sagen wir mal gerade so. Okay, bevor sie mich nochmal unterbrechen kann, würde ich mal sagen, bis jetzt also erstmal und ciao.